Pfeifen gehört zu seinem Repertoire. Ob Tanzen und Singen nun auch dazu gehören, das werden wir gleich feststellen. Die Fußballfans unter Ihnen kennen ihn richtig gut. Er ist ein waschechter Bremer und es ist für ihn heute bestimmt eine ganz neue Erfahrung, selbst mal gewertet zu werden. Gemeinsam mit seiner Profitänzerin Nina Vartjes wird er jetzt gleich eine heiße Solidox-Rakete geben, die sich gewaschen hat. Nina ist übrigens eine der Tanzlehrerinnen, die in der Tanzarena all das tun, was es braucht, um diese Tanzschule so großartig zu machen, wie sie tatsächlich ist. Und zwar so großartig. Meine Damen und Herren, Nina Vartjes und der Schiedsrichter des DFB, Peter Gagelmann, mit Sing, Sing, Sing und einem Quickstep. MSV Duisburg 2:0 in Berlin gewonnen hat. Moment, ich komme aus Duisburg, das ist nun mal so. Entschuldigung, in welcher Liga? Das macht der immer. Ja. Der hört sich so gerne selber sprechen, der erzählt einfach Geschichte, die keinen interessiert. Das ist das mit den Leuten, die im Glashaus sitzen, die sollten nicht mit Steinen. Ja. Nein, jetzt wollen wir zu Herrn Gagelmann kommen. Das Schöne ist, ich habe gesagt, hör mal zu meiner Mutter, wer hat denn gepfiffen? Und da hat sie mir gesagt, ein Herr Weiner. Da habe ich gesagt, haben wir ja Glück gehabt, dass der Gagelmann heute Abend hier tanzt. Vielleicht hätte der MSV dann nicht gewonnen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Tanzen. Oder zu dem Quickstep. Oder, ja, so, machen wir so gesehen. Es gibt auf YouTube einen sehr schönen Film von so einem kleinen südamerikanischen Schiedsrichter.
der da so ganz doll seine Karten zückt. Ich weiß nicht, den kennen Sie bestimmt auch, den Finn, ne? Nein, natürlich nicht. So sah es nicht aus, weil der war im Takt. Und der war auch rhythmisch, der Typ. Aber man muss ihn zugutehalten, den Mutigen aus Bremen gehört die Welt. Und dafür hatten sie eine wunderschöne Partnerin. Ich glaube, sie... Und wenn sie demnächst wieder Duisburg pfeifen, ich sage dann, Mensch, er kann zwar nicht tanzen, aber hoffentlich pfeift er dann wenigstens wieder so richtig, wie er wahrscheinlich sonst auch pfeift. Weil sonst wäre er nicht in der Liga, wo er wäre. Naja, es war nett anzusehen. Wir haben die Messe nicht verstanden. Ich glaube, wir gehen nur sofort rüber zu den Wertungen. Hey, ich möchte noch ganz kurz einen Satz sagen, weil man muss doch eines wirklich loben. Sehr gerne, bitte loben, denn wir immer. Man sieht den Mann ja meistens in kurzen Hosen. Heute hat er lange an. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Fußballfans in Bremen haben es gerade nicht so einfach. Und jeder, der sich mit Fußball auf dieses rutschige Parkett wagt, hat ohnehin schon mal einen Applaus verdient. Und als Letztes... Wer sich auf dieses Parkett wagt und von dem, was er tut, in diesem Moment tut, nicht viel versteht und trotzdem so eine Charme-Performance hinlegt, ich finde, das muss man bedenken. Es gibt bei Ihnen in der Bundesliga so viele Menschen, die auf den Platz gehen und nichts davon verstehen, was sie tun. Fragen Sie mal Kevin Kurani. Also, ich finde das sehr schön, dass Sie diesen Mut und diesen Charme aufgebracht haben, hier das zu machen. Die 4, Uta. Die 3, die 5. Okay, aber zusammengerechnet, jetzt aber. Sie können das alles wieder wettmachen. Wir hatten eine 3, ich muss mir das aufschreiben, eine 4 und eine 5, das machen wir in der Rechnung. 12, so. Auf geht's. Was? 96. Roberto, jetzt habt ihr mich total durcheinander gebracht, weil er ist wieder schuld, weil wegen ihm haben wir jetzt die Einzelne zur besten Werbung gemacht und trotzdem zieht er sie nicht. Also, anyway, wir haben jetzt den Applausometer. Ja. Ziehe ich dann seine Stimme ab? Nee, wir rechnen einfach aus, was nachher in der Gesamtsumme. Okay, und der, der dann nachher verschickt. Wundervoll, okay, ganz gut, aber dann war doch meine Rechnung richtig. Ich mach mal weiter. Alles wundervoll. So, vielen herzlichen Dank und bis gleich. Meine Damen und Herren, Peter Gagelmann und Nina Martins.